gibt eine sehr große Menge an verschiedenen Prototypenarten. Und um jetzt zu verstehen, welchen Prototypen man wann entwickeln sollte, macht es Sinn, sich anzuschauen, wie man Prototypen systematisieren kann. Und das machen wir jetzt. Und die Idee dabei ist, dass man versteht, welchen Prototypen oder welche Art von Prototypen sollte ich wann denn eigentlich benutzen und welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus. Wenn wir jetzt uns anschauen, warum wir Prototypen eigentlich entwickeln, dann können wir uns den User-Centered Design-Prozess anschauen. Und der User-Centered Design-Prozess, naja, da gibt es irgendwie den Start und dann gibt es die vier Phasen und am Ende bin ich dann irgendwie fertig, wenn mein System, mein Produkt die Anforderungen erfüllt. Und jetzt habe ich in einem Schritt, wo ich typischerweise einen Prototypen entwickeln würde, also in dem Design-Schritt, die Wahl zwischen unterschiedlichen Varianten von Prototypen. Jetzt können wir uns überlegen, dass wir einfach direkt in der ersten Iteration anfangen, irgendwas zu implementieren. Das heißt, ich benutze meine Entwicklungsumgebung und dann programmiere ich etwas, um das dann in der nächsten Iteration vielleicht zu verbessern, aber vorher auch zu testen. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich das Problem, dass dieser Schritt sehr lange dauert. Das heißt, ich muss irgendwie ja wirklich was entwickeln und entwickeln dauert typischerweise länger, als wenn ich anfange, vielleicht irgendwas auf Papier zu malen. Das heißt, dieser Prototyp, der braucht relativ viel Aufwand und das dauert relativ lange. Das für sich wäre jetzt vielleicht noch nicht so richtig schlimm, aber was passiert, wenn ich jetzt diesen einen Schritt verlangsame, ist, dass auch alle anderen Schritte, die werden jetzt auch langsamer, weil der eine Schritt, wenn ich so viel Aufwand da betreibe, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn ich auch in den anderen Schritten mehr Aufwand betreibe. Das heißt, wenn ich nicht genau weiß, was die Anforderungen sind, dann kann ich auch nicht wirklich was implementieren. Das heißt, ich muss mir mehr Mühe bei den Anforderungen geben und dadurch dauert dann auch die andere Phase und dadurch dauern alle Phasen länger, als wenn ich einen einfachen Prototypen hätte. Wenn ich das Ganze jetzt austausche, ja, in diesem Schritt dauert der ganze Prozess lange, aber wenn ich das jetzt durch was anderes ersetze, das heißt, wenn ich jetzt anfange, vielleicht einen Papierprototypen zu entwickeln, dann dauert dieser Papierprototyp-Entwicklungsschritt, der geht sehr schnell. Das kann ich vielleicht in einer halben Stunde machen, vielleicht bin ich noch schneller. Und dadurch, dass ich hier jetzt sehr wenig Aufwand betreibe und sehr wenig Zeit brauche, was dann passiert ist, dass auch alle anderen Schritte, alle anderen Phasen sehr schnell gehen können. Das heißt, der ganze Prozess wird dadurch schneller, weil ich diesen einen Schritt mir da nicht so viel Mühe gegeben habe oder da nicht so viel Aufwand rein investiert habe. Das heißt, wenn ich jetzt einen einfachen Papierprototypen habe, dann habe ich mir typischerweise auch nicht so viel Mühe bei den Anforderungen gegeben oder nicht so viel Aufwand in der Iteration betrieben. Und alle Phasen gehen dadurch halt schneller, als wenn ich einen langsamen Schritt eingebaut habe. Deswegen macht es Sinn, unterschiedliche Prototypen in unterschiedlichen Projektphasen einzusetzen. Das heißt, wenn ich am Anfang des Projektes stehe, möchte ich viele schnelle Iterationen haben und dann möchte ich schnelle Prototypentechniken einsetzen. Das Ziel dabei ist oder die Hoffnung ist, dass ich die Zeit für Design-Iterationen möglichst kurz halte, zumindest in den frühen Phasen eines Projekts. Dadurch kann ich dann Fehler schnell machen oder früh machen. Das heißt, ich kann das ganze Produkt explorieren durch viele Iterationen und das ermöglicht mir, viele Design-Alternativen auszuprobieren und viele Fehler schon früh zu erkennen und später gar nicht mehr zu machen, wenn ich mehr Aufwand in die Entwicklung von Prototypen oder von meinem System investiere. Jetzt die Frage, naja, wir haben uns schon eine Definition angeschaut für Prototypen, aber es gibt halt noch mehr Definitionen. Und ich finde es ganz hilfreich, sich die alternativen Definitionen anzuschauen, weil die bringen tatsächlich nochmal neue Ideen da rein. Eine Definition ist von Horn und Horn sagt, Prototyping models your final product and allows you to test attributes of the final product even if it's not ready yet. Das heißt, er fasst das Ganze als Modell auf für das System. Das heißt, das ist natürlich nicht das System, sonst wäre es ja noch nicht ein Modell. Aber es ist ein valides Modell und weil es ein Modell ist für mein System, kann ich jetzt dieses Modell benutzen meines Systems, um Eigenschaften meines späteren Systems mir anzuschauen. Und typischerweise sowas wie benutzbar ist das denn?
Und wenn dann ich mir mein Modell festgestellt habe, naja, das ist irgendwie, da gibt es noch Verbesserungspotenzial, dann kann ich halt das Modell ändern und dadurch auch das System ändern. Cornell und Schäfer gehen dann noch weiter und geben uns etwas mehr als einfach nur eine Definition. Sie geben uns im Prinzip eine Menge von Anforderungen, die etwas erfüllen muss, um ein guter Prototyp zu sein. Das heißt, etwas kann vielleicht ein Prototyp sein, aber Cornell und Schäfer sagen dann, naja, um dann gut zu sein, sollte er gewisse Anforderungen erfüllen. Sie sagen dann, das Ganze sollte funktional sein mit minimalem Aufwand. Das sollte Benutzern oder potenziellen Benutzern erlauben, eine Anwendung und die Kernbestandteile dieser Anwendung anzuschauen und zu bewerten, bevor das eigentliche System implementiert ist. Es sollte flexibel sein, Modifikationen erlauben mit möglichst geringem Aufwand und es muss nicht notwendigerweise das ganze Konzept eines Systems abdecken. Das heißt, ein Prototyp kann auch vielleicht nur einen Aspekt oder wenige Aspekte meines späteren Systems modellieren und das ist dann auch ein valider Prototyp und das kann auch sehr nützlich sein. Also, das heißt, wenn ich nur bestimmte Aspekte mir anschaue in einem Prototypen, dann ist das häufig eine sinnvolle Lösung, weil wenn ich jetzt einen Prototypen meines Gesamtsystems bauen wollen würde, dann bin ich schon relativ dicht dran am Gesamtsystem und muss da relativ viel Aufwand investieren. Und das will ich gerade in frühen Designiterationen eigentlich nicht. Wofür kann ich jetzt Prototypen entwickeln? Naja, im Prinzip für fast alles. Das heißt, ich kann mir das für Arbeitsabläufe anschauen, für das Design einzelner Aufgaben. Ganz typisch sind so Screen Layouts. Ich möchte wissen, wie sieht jetzt mein User Interface aus für bestimmte Funktionen? Wie werden Informationen angezeigt? Aber auch, was sind denn jetzt kritische oder kontroverse Ideen oder Aspekte meines Systems? Und gerade solche kritischen Bereiche, da lohnt es sich natürlich, sich die anzuschauen frühzeitig, weil da möchte ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, wie kann ich das gut gestalten? Und kritische Bereiche sind häufig Sachen, da weiß man nicht so genau, verstehen das Benutzer? Können sie damit umgehen? Gefällt ihnen das? Lernen Sie da, können Sie das überhaupt erlernen? Ein Problem bei solchen kritischen Bereichen ist, dass es passieren kann, dass das, was der Entwickler für schwierig oder kritisch hält, nicht unbedingt das sein muss, was auch ein Benutzer für schwierig oder kritisch hält. Das liegt dann häufig daran, dass man gerade für diese kritischen Bereiche, da denkt man besonders viel drüber nach. Und weil man jetzt da besonders viel drüber nachdenkt, sind die dann gar nicht mehr so kritisch oder sind die dann besonders gut gestaltet. Das heißt, man muss da aufpassen, was ist denn jetzt wirklich ein kritischer Bereich in meiner Anwendung und andere Bereiche nicht zu übersehen. Im Prinzip kann man aber auch für alles andere Prototypen entwickeln. Das heißt, wir bewegen uns hier in der Mensch-Computer-Interaktion, aber im Prinzip kann man das auf ganz viele Produkte übertragen. Das heißt, auch für sowas wie Maschinenbau, da will ich auch Produkte haben. Und dann brauche ich halt auch Prototypen, die teste ich dann vielleicht nicht notwendigerweise mit Benutzern, vielleicht gibt es keine Benutzer, aber viele Gedanken, die hinter Prototypen stehen, werden auch in anderen Bereichen benutzt. Wenn man sich jetzt anschaut, naja, wofür kann ich einen Prototypen entwickeln? Das hier wäre ein Beispiel, das ist die Webseite unseres Instituts. Und jetzt könnte ich mir überlegen, wenn ich das jetzt neu machen will oder wenn ich diese Webseite hätte entwickeln wollen, wie hätte ich denn jetzt Prototypen dafür gestalten können? Und dann gibt es unendlich viele Alternativen. Das hier ist einfach nur eine Alternative. Das wären jetzt Wireframes, das heißt, ich habe jetzt diese verschiedenen Bereiche, die auf dieser Webseite sind, einfach durch Kasten ersetzt und kann mir jetzt anschauen, wie ist denn jetzt die Struktur? Versteht man die Struktur? Und was man hier sieht, ist, dass irgendwie gibt es da schon eine Struktur, aber es ist auch schon so ein bisschen zerklüftet. Das heißt, das kann ein hilfreiches Werkzeug sein. Und wenn ich jetzt ein Wireframe erstellt hätte, bevor ich die Webseite gebaut hätte, dann hätte es typischerweise nicht so ausgesehen. Dann hätte ich mir überlegt, na, wie strukturiere ich das denn und hätte vielleicht klarere Linien eingeführt. Was man auch an diesem Prototypen sehen kann, wenn ich jetzt diese beiden Alternativen habe. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, ich erstelle tatsächlich etwas, was aussieht wie diese Webseite, oder ich erstelle im ersten Schritt so ein Wireframe. Dann hat
das Wireframe den Vorteil, dass Probanden, wenn ich das jetzt teste, sie sind viel mehr gewillt, das Ganze zu kritisieren. Auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, hier würde ich sagen, naja, wie ist denn jetzt die Struktur? Ist das denn ausgerichtet? Wofür sind die einzelnen Bereiche denn eigentlich da? Wenn ich mir die Webseite anschaue oder einen Prototypen, der tatsächlich so aussieht wie vielleicht eine finale Webseite, dann würde sich das mehr fokussieren auf, wie sind denn die Farben, wie sind denn die Bilder, was ist der Inhalt der Bilder, was ist der Inhalt der Informationen. Das heißt, so ein Wireframe ermöglicht mir, auf einer sehr abstrakten Ebene die Struktur von Produkten mir anzuschauen. Das heißt, diese beiden Arten, ich könnte entweder tatsächlich ein visuelles Design erstellen oder ich mache ein Wireframe, was vielleicht eine Vorstufe dafür sein kann. Dafür würde ich ganz unterschiedliches Feedback erhalten. Und weil dem so ist und weil es auch unterschiedlich viel Aufwand bedarf, um diese Varianten herzustellen, macht es Sinn, sich anzuschauen, was gibt es denn eigentlich und wie kann ich das Ganze systematisieren? Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie ich Prototypen systematisieren kann. Das hier sind vier verschiedene Varianten, wie ich jetzt sagen kann, an denen anhand dessen ich Prototypen unterscheiden kann. Man kann sich anschauen, horizontale und vertikale Prototypen, Low-Fidelity- und High-Fidelity-Prototypen, die Funktionalität, also nicht-funktionale Prototypen oder funktionale Prototypen oder auch evolutionäre Prototypen und Wegwerfprototypen. Und alle diese Dimensionen, das ist nicht binär, das heißt, ein Prototyp ist nicht entweder horizontal oder vertikal oder ist nicht funktional oder funktional, sondern typischerweise bewegen sich Prototypen oder Prototypentechniken anhand dieser Dimensionen und ordnen sich irgendwo in dieser Dimension ein. Und was wir uns jetzt anschauen, wir schauen uns jetzt diese Dimensionen genauer an und gucken uns dann jeweils Beispiele an. Das erste, was wir uns anschauen, sind horizontale und vertikale Prototypen. Horizontale Prototypen decken relativ viel an der Anwendung ab. Und das hier ist Microsoft Word, was man hier sieht. Und das ist mein Versuch, einen horizontalen Prototypen von Microsoft Word zu erstellen oder darzustellen. Was ich hier sehe, wäre dann vielleicht das, was tatsächlich so wie der Prototyp aussehen könnte. Das heißt, ich kann das vielleicht Benutzern sogar vorlegen oder Probanden vorlegen und die können sich jetzt da durchklicken. Das heißt, die können diese Ribbons auswählen und können sich die anschauen. Das Ganze sieht auch so aus wie eine Textverarbeitung. Das heißt, es gibt auch ein Fenster, wo ich vielleicht Text eingeben könnte. Und ich kann vielleicht auch die Menüs öffnen. Was ich hier aber in diesem Beispiel nicht könnte, wäre tatsächlich Text zu formatieren oder vielleicht auch nicht mal Text einzugeben. Das heißt, hier ist die Oberfläche vorhanden, aber die Funktionalität fehlt. Das heißt, ich kann alles in der Oberfläche oder viel in der Oberfläche mir anschauen, aber die echte Funktionalität, die sehe ich zwar, dass die vorhanden ist. Also ich sehe sowas wie, ich kann die Farben ändern, ich kann Schriftarten fett machen, aber ich kann die nicht wirklich fett machen. Und das kann ganz hilfreich sein, weil damit kann man sich anschauen, welche Funktionalität ist denn jetzt vorhanden und das kann man auch kommunizieren. Man kann das auch schon für Studien benutzen, weil man jetzt das Probanden vorlegen kann und sich anschauen kann, macht die zur Verfügung gestellte Funktionalität, macht das Sinn? Ist dieser Aufbau sinnvoll? Wie sieht das denn aus? Und das wäre ein Beispiel für einen horizontalen Prototypen und horizontale Prototypen, die decken typischerweise das Spektrum oder ein größeres Spektrum der Funktionalität meiner Anwendung ab, ohne sie wirklich zu implementieren. Dadurch erlaubt mir das Ganze relativ schnell zu evaluieren oder auch zu testen, wie funktioniert denn jetzt die Navigation? Wie ist das Gesamtkonzept meiner Benutzungsoberfläche? Wo ordne ich die Funktionen an? Das heißt, in diesen Ribbons könnte ich mir überlegen, wo sind die denn? Ich könnte mir aber auch überlegen, machen Ribbons hier überhaupt Sinn? Ich kann mir auch schon mal sowas anschauen, wie zugänglich ist das? Was braucht ein Benutzer, um jetzt damit zu interagieren? Das heißt, das war jetzt sehr visuell. Funktioniert das auch, wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht nicht sehen kann? Ja, könnte der das auch benutzen und wie könnte das funktionieren? Und ich kann damit auch mir anschauen, was sind Vorlieben von Benutzern. Das heißt, ich kann das Benutzern geben und die sagen dann, naja, so Ribbons habe ich noch nie gesehen, verstehe ich nicht. Und dann finden die das vielleicht nicht gut. Das deutet aber auch auf ein Problem hin,
Weil ich kann das halt nicht wirklich benutzen. Das heißt, ich kann Benutzern oder Probanden nicht sagen, benutzt das mal für eine Woche, weil so richtig viel ist da nicht benutzbar. Typischerweise wird das Ganze für Low-Fidelity oder häufig wird es für Low-Fidelity-Prototypen eingesetzt. Ich kann das aber auch für High-Fidelity-Prototypen benutzen. Und was Low-Fidelity und High-Fidelity-Prototypen sind, schauen wir uns gleich an. Aber das, was wir gerade gesehen haben, würde ich sagen, naja, das ist schon so, das ist nicht mehr ganz low. Ja? Weil das sieht schon genauso aus wie die echte Oberfläche von einer Textverarbeitung, weil das Screenshots einer Textverarbeitung waren. Was ich damit machen kann, ist, ich kann mir halt anschauen, welche Features brauche ich denn und wie ist denn jetzt mein Interface-Konzept? Passt das so oder brauche ich vielleicht noch was anderes? Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Das ist jetzt ein vertikaler Prototyp. Und vertikal, das heißt, ich gehe da in die Tiefe. Ich habe hier wieder eine Textverarbeitung und wir stellen uns vor, das ist ein Prototyp einer Textverarbeitung. Was ich jetzt in einem vertikalen Prototypen machen könnte, wäre, dass ich eine Funktionalität wirklich tief anschaue. Das heißt, was ich hier als Beispiel genommen habe, wäre die Druckfunktion. Das heißt, ich habe irgendwie wieder ein Fenster von Microsoft Word, aber möglicherweise kann ich mir gar nicht alle Ribbons anschauen, gar nicht alle Funktionen anschauen, die es geben würde, sondern eigentlich nur diese eine Funktion. Das heißt, ich kann nur diesen einen Pfad gehen, ich kann vielleicht dieses Menü öffnen, wo ich dann zum Druckdialog komme. Dann kann ich da Einstellungen vornehmen, das heißt, ich kann vielleicht sogar sagen, das ist mein Drucker und jetzt möchte ich die Druckereinstellungen verändern. Kann noch weitere Einstellungen vornehmen und am Ende kommt vielleicht sogar ein Blatt Papier draus. Auf dem ist vielleicht nichts drauf, weil die anderen Funktionalitäten, die habe ich mir nicht angeschaut. Das heißt, ich habe mir nicht angeschaut, wie könnte ich das Ganze dann irgendwie schreiben. Die Funktionalität ist vielleicht nicht da, weil ich mir wirklich nur in diesem Prototypen angeschaut habe, in die Tiefe, wie funktioniert jetzt diese eine Funktion? Und wenn wir uns das Beispiel gerade eben angeschaut haben, was ich immer etwas merkwürdig an so Microsoft-Produkten oder auch Word finde, das Interface sieht relativ poliert aus, bis man dann in bestimmte Bereiche kommt. Der Druckdialog ist so ein Beispiel. Eigentlich sieht das irgendwie alles konsistent aus, bis ich dann sage, wir sind jetzt die Einstellung meines Druckers und dann sieht es irgendwie aus. Und da könnte man sich überlegen, wann das entwickelt, ist das ein Problem, sollte ich das irgendwie berücksichtigen, müsste ich da eigentlich meine eigene Druckereinstellung in meiner Software haben, damit das nicht so eigentümlich ist und jeder Drucker eigentlich sein eigenes Interface hat. Das war zumindest ein vertikaler Prototyp, der erlaubt es mir, eine bestimmte Funktion zu zeigen und auszuprobieren und zu evaluieren mit Probanden. Das heißt, diese Funktion, die ist dann auch wirklich detailliert ausimplementiert, nicht notwendigerweise mit Software, aber häufig schon. Und das erlaubt mir halt, diese Funktion zu testen. Ich kann dann optimieren, dass diese Funktion wirklich gut funktioniert, die Usability dieser Funktion optimieren und ich kann vielleicht sogar die Performance von Probanden testen. Das heißt, wie gut können sie damit umgehen und wie schnell sind sie dabei? Das heißt, effizient, effektiv, die Usability-Kriterien kann ich damit testen, weil da auch ja tatsächlich Funktionalität hintersteckt. Das heißt, ich kann schauen, wie lange brauchen denn Probanden vielleicht, um diesen Druckdialog abzuschließen. Das wird häufig bei High-Fidelity-Prototypen eingesetzt, aber ich kann das Ganze auch mit Low-Fidelity-Prototypen machen. Und wenn wir uns nochmal anschauen, das heißt, horizontale Prototypen decken eine größere Bandbreite an Funktionen ab, aber gehen nicht in die Tiefe. Das heißt, der Benutzer kann dann in diesen Funktionen halt nicht viel machen. Vertikale Prototypen gehen in die Tiefe und einzelne Funktionen sind tatsächlich möglicherweise bis zum Ende ausimplementiert. Das heißt, wie dieses Beispiel bei Microsoft Word oder einer Textverarbeitung, ich kann das dann am Ende wirklich ausdrucken. Eine andere Art, sich Gedanken über Prototypen zu machen, ist die Unterscheidung zwischen Low-Fidelity- und High-Fidelity-Prototypen. Es gibt die Geschichte, und die stimmt wohl, dass der Gründer von Palm war eine frühe Firma, die PDAs, also irgendwas, was praktisch die Großväter unserer modernen Smartphones waren, der hat sich gefragt, macht so ein Gerät überhaupt Sinn? Also so ein Gerät, was ich in meine Hosentasche stecken kann, immer mit mir rumtragen kann, würden das Menschen wirklich benutzen? Würden sie das wirklich mit sich rumtragen, den ganzen Tag?
Und da war er sich relativ unsicher. Und weil er sich so unsicher war, hat er dann angefangen, einen Prototypen zu entwickeln. Der Prototyp war relativ einfach und eigentlich hat ihn nur, also vor allem interessiert, wie ist das denn, wenn ich jetzt das habe und dann hole ich das aus meiner Tasche raus, stecke das wieder rein, ich trage das die ganze Zeit mit mir rum, passt das eigentlich in so einen Arbeitsablauf, passt das in den Alltag von Menschen? Und dafür hat er dann einen sehr einfachen Prototypen entwickelt, der wohl einfach aus einem Stück Holz bestand, was er dann mit Papier beklebt hat. Und die Geschichte ist dann so, dass er hat das wirklich monatelang mit sich rumgetragen, hat daran rumgefeilt, hat die Größe verändert und hat dann wohl das tatsächlich nach Meetings, in Meetings aus der Tasche gezogen und hat dann so getan, als ob er damit jetzt interagieren würde. Das heißt, er hat so getan, als ob er sich jetzt neue Termine einträgt, als ob er sich irgendwelche Notizen macht damit. Und das hat ihm dann geholfen, sich Gedanken darüber zu machen, wie groß darf das denn eigentlich sein? Ja, eigentlich will man das natürlich so klein wie möglich haben, aber auf der anderen Seite muss ich damit ja auch interagieren, also muss es so groß wie möglich sein. Gleichzeitig war die Technologie noch nicht so weit wie heute. Das heißt, es war auch technisch aufwendig, das Ganze in so einen kleinen Formfaktor zu bekommen. Und damit hat er dann festgestellt, wie groß darf das Ganze denn maximal sein, damit ich das tatsächlich in meine Anzugtasche, in meine Hosentasche stecken kann. Und das hat dann der Firma geholfen, später ein relativ erfolgreiches Produkt zu entwickeln. Und das Ganze wäre jetzt ein Low-Fidelity-Prototyp. Das heißt, er hat eine sehr geringe Fidelity. Das Gegenstück, ein High-Fidelity-Prototyp, könnte vielleicht so aussehen. Das ist auch ein Prototyp, das ist nicht ein PDA mehr, das ist etwas neuer. Das ist der Prototyp eines faltbaren Telefons. Davon haben wir mittlerweile auch echte Varianten davon. Aber wenn ich mir überlegen würde, wie gut funktioniert das denn, dann würde ich vielleicht sowas entwickeln. Das braucht natürlich deutlich mehr Aufwand, um tatsächlich etwas zu entwickeln, was ich tatsächlich falten kann, wo tatsächlich ein Bildschirm ist. Da brauche ich halt tatsächlich ein Hardware-Design, das muss doch tatsächlich entwickelt werden und da stecken dann möglicherweise Jahre an Arbeit drin. Und das ist dann auch ein Unterscheidungsmerkmal. Low-Fidelity-Prototypen, die kann ich sehr schnell entwickeln. High-Fidelity-Prototypen, da brauche ich halt deutlich mehr Aufwand, den ich investieren muss. Das heißt, Low-Fidelity-Prototypen, die kann ich benutzen, um Ideen zu überprüfen, den Interaktionsablauf vielleicht zu überprüfen. Und eine Eigenschaft davon ist, dass sie sehr schnell entwickelt werden können, preiswert sind, also preiswert im Sinne von, wie viel kostet das wirklich, das Material, aber auch preiswert im Sinne von, wie viel Aufwand muss ich denn da betreiben? Und ich kann die einfach verändern. Die Geschichte mit dem Palm Pilot ist, dass man tatsächlich, der Gründer von Palm, tatsächlich irgendwie da Dinge abgeschnitten hat oder das Papier ausgetauscht hat. Ja, und das geht natürlich deutlich einfacher, wenn ich mir diesen High-Fidelity-Prototypen dieses Smartphones anschaue. Wenn ich da irgendwie die Größe verändern will, dann brauche ich eine ganze Design-Iteration, möglicherweise mehrere, weil plötzlich brauche ich irgendwie neues Glas, neues Display und das dauert dann wieder Monate. Der Vorteil ist dann halt auch, dass sie sehr preiswert sind, einfach zu verändern, schnell umzusetzen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Nutzer oder Probanden, die sind sehr bereit, das Ganze zu kritisieren. Wenn ich also sowas habe, wie ich habe einfach ein Stück Holz, das mit Papier geklebt ist, dann ist mir ja klar, das kann ich sehr schnell ändern. Und dann kann ich halt anfangen, ja, das ist vielleicht irgendwie vom Screen-Layout nicht so richtig gut, das hat nicht irgendwie die richtige Größe, das passt gar nicht irgendwie in meine Jackentasche. Wenn ich jetzt diesen High-Fidelity-Prototypen habe, dann würde ich das vielleicht nicht mehr tun. Nachteile gibt es dann aber natürlich auch. Ich habe typischerweise keine echte Funktionalität und weil ich keine Funktionalität habe, ist es relativ schwer, wirklich Fehler in meiner Umsetzung mehr anzuschauen. Das heißt, wenn ich nur einen statischen Bildschirmscreen habe, den ich darstellen kann, dann kann ich halt nicht überprüfen, was passiert denn von einem Schritt zum nächsten. Das heißt, ich kann mir schlecht anschauen, was für Fehler würden denn Probanden damit machen oder Benutzer. Häufig ist es schwierig, das über einen längeren Zeitraum weiterzuentwickeln. Das mit diesem Stück Holz könnte sich überlegen, naja, wenn ich einmal was abgeschnitten habe, dann kann ich das schlecht wieder dran kleben. Und das heißt, ich muss dann irgendwie einen neuen Prototypen entwickeln.
Auf der anderen Seite kenne ich das natürlich auch, wenn ich von diesem Stück Holz zu einem wirklichen Produkt komme, dann muss ich irgendwann aufhören, wirklich Holz zu benutzen, weil sonst komme ich ja nie bei diesem Produkt an. Das heißt, der Prototyp, das ist nichts, was ich dauerhaft verwenden will. Und es ist schwierig, wirklich alle Ideen umzusetzen. Häufig ist es dann auch die Kreativität des Entwicklers, des Prototypen, die das Ganze limitiert. Aber es gibt halt Produkte, das oder Funktionalitäten, da ist schwer, sich klar zu werden, wie könnte ich denn jetzt hier für einen Low-Fidelity-Prototypen umsetzen. Beispiele wären sowas wie, ich möchte Bilderkennung haben. Ich möchte mit meinem Telefon vielleicht irgendwelche Objekte fotografieren und dann kriege ich Informationen über diese Objekte. Das kann ich vortäuschen, aber das wirklich so umzusetzen, dass das glaubwürdig ist, das ist halt relativ schwierig. Und High-Fidelity-Prototypen haben natürlich auch bestimmte Eigenschaften. Insbesondere verhalten sie sich so vom Aussehen und von dem, wie sie sich anfühlen, wie ich damit interagieren kann, schon stark so, wie das finale Produkt sich möglicherweise verhalten könnte. Das heißt, sowas wie die Farben, das Farbschema, die Schriften, die ich verwende, die Schriftarten, die ich verwendet habe, vielleicht auch die Texte, die da verwendet werden, die entsprechen dem, wie das finale System aussehen könnte. Das ist natürlich immer noch ein Prototyp, das heißt, es sieht nicht genauso aus, weil ich diesen Prototyp ja benutzen will, um nochmal zu iterieren und das Ganze zu verbessern. Aber das Ganze könnte auch in ein späteres Produkt genauso übergehen, wenn das von Probanden und von anderen Entwicklern für gut befunden wird. Was auch häufig der Fall ist, dass sich Antwortzeiten schon an dem orientieren, also Antwortzeiten vom System, an dem orientieren, wie das finale Produkt sich verhalten würde. Das heißt, das Interaktionsverhalten ist so, wie ein finales Produkt aussehen könnte, wo sich verhalten könnte, und auch die Antwortzeiten irgendwie entsprechen dem, zumindest ungefähr. Das Ganze dann aber mit einer beschränkten Funktionalität, weil wenn das die komplette Funktionalität abdecken würde, dann wäre es ja wahrscheinlich kein Prototyp mehr, sondern dann wäre es einfach das finale System. Das heißt, nicht alle Funktionen funktionieren da wirklich. Ein Beispiel, was man sich für dieses Smartphone überlegen könnte, dass vielleicht die Kamera nicht funktioniert, weil das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für dieses spezielle Smartphone, sondern eigentlich ist ja das Alleinstellungsmerkmal, dass ich jetzt diesen faltbaren Bildschirm habe und das Ganze sehr klein machen kann. Kamera weiß ich, wie das funktioniert, wie Menschen damit interagieren, was sie da mögen. Und deswegen könnte ich mir überlegen, für so einen Prototypen, wo ich eigentlich nur bestimmte Aspekte mir anschauen will, da würde ich vielleicht die Kamera dann weglassen, wenn das den Entwicklungsaufwand signifikant verringert. Das heißt, die Funktionalität, die orientieren sich häufig noch an bestimmten Aufgaben. Ein weiterer Aspekt, der da auch mit reinspielt, ist, dass nicht alle, also dass vor allem Dinge, die man nicht sehen kann, nicht umgesetzt sind. Und da ist das klassische Beispiel Sicherheit. Das kann auch zu Problemen führen. Ja, wenn ich in einem Prototypen habe ich nie die Sicherheit bedacht und irgendwann kommt es zum finalen Produkt. Und dann hatte ich aber nicht mehr genug Zeit und dann habe ich diese Aspekte auch im finalen Produkt nicht bedacht. Weil die konnte ich halt nie in Studien testen, das heißt, die wurden nie kritisiert. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich baue einen Chat vielleicht. Und in diesem Chat will ich eigentlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, sodass keiner das mitlesen kann, was übertragen wird. Aber das sieht man nicht. Das heißt, für Prototypen würde ich das nicht umsetzen. Im finalen Produkt will ich das aber unbedingt haben. Und das kann dann zu Konflikten führen, weil man dann relativ weit am Ende der Entwicklung, weil man schon viele Iterationen hinter sich hat, feststellt, naja, es gibt immer noch Dinge, die sieht man nicht, aber die sind wahnsinnig wichtig. Wenn man das umsetzen will, dann gibt es so Technologien, die ich verwenden kann. Und eine Standardtechnologie, die man dafür benutzen kann, ist sowas wie HTML und JavaScript. Also selbst wenn ich keine Webseite baue, kann ich mir überlegen, dass ich sowas trotzdem benutze, weil ich damit relativ schnell Dinge erstellen kann. Das heißt, auch wenn ich vielleicht eine Desktop-Anwendung oder eine App für Smartphones entwickeln will, kann ich mir trotzdem überlegen, ich benutze HTML und JavaScript, das kann ich relativ schnell machen und dann kann ich das halt ausprobieren. Es gibt auch dedizierte Werkzeuge dafür. Ein Beispiel wäre Azure. Damit kann ich so Oberflächen prototypisch umsetzen und das geht dann so weit, dass ich tatsächlich auch bis zu einer gewissen Grenze Funktionalität hinterlegen kann.
Damit kann ich keine echten Produkte bauen, aber so für Prototypen ist das ganz gut geeignet. Was ich auch machen kann, ist, wenn es mir vor allem um das Aussehen, aber weniger um die Funktionalität geht, dann kann ich auch sowas benutzen wie Präsentationsprogramme, also sowas wie PowerPoint. Und damit kann ich Dinge erstellen, die sehen genauso aus wie vielleicht ein finales Produkt, aber die Funktionalität ist halt sehr, sehr limitiert. Und was auch benutzt wird, sind GUI-Bilder, sowas wie ich benutze Java und dann habe ich eine Entwicklungsumgebung und da steckt ein GUI-Bilder dahinter oder da drin. Und damit kann ich halt sehr einfach GUIs zusammenstellen und kann dann beliebig viel auch dafür implementieren. Das heißt, ich kann dann selber bestimmen, wie viel Funktionalität will ich denn damit umsetzen. Das heißt, High-Fidelity-Prototypen haben verschiedene Vorteile und auch Nachteile. Vorteile wären, dass man in der Lage ist, wenn man diesen Prototypen hat, zu zeigen, wie sehe denn das Produkt aus, wenn ich es jetzt so umsetzen würde. Und ich es auch Leuten zeigen kann und es fühlt sich dann auch so an. Das heißt, es verhält sich wie das finale Produkt für ausgewählte Aufgaben und die kann ich dann auch testen. Damit kann ich auch die Effizienz und die Effektivität von Benutzern mit diesem System testen. Nachteile sind dann aber relativ offensichtlich, vor allem, dass es sehr lange dauert, diesen Prototypen umzusetzen. Das heißt, für diesen Smartphone-Prototyp, da habe ich wahrscheinlich Jahre an Arbeit investiert, ja, um bei diesem Prototypen zu landen. Und das lohnt sich dann häufig nur, wenn ich das Ganze auch weiterverwende. Das heißt, wenn ich in weiteren Iterationen darauf aufsetze und dann daraus das finale Produkt ableite. Weiterer Nachteil ist, dass Probanden oder Benutzer natürlich nur die Funktionalität ausprobieren kann, die ich auch wirklich umgesetzt habe. Das heißt, es ist immer noch ein Prototyp, ich kann nicht alles damit testen. Das Feedback, was ich von Probanden bekomme, wenn ich damit Studien durchführe, dann konzentriert sich das häufig auf tatsächlich das Look and Feel. Also wie sieht das Ganze aus, wie fühlt sich das Ganze an? Und weniger dann auf sowas wie, brauche ich eigentlich diese Funktionalität? Ist das eigentlich sinnvoll, was hier passiert? Weil das schon so weit ist, dass Probanden da gar nicht drüber nachdenken, das noch zu kritisieren oder sich nicht trauen, das zu kritisieren. Ein weiterer Nachteil, wenn ich das Ganze in einem Entwicklungsprozess habe und vielleicht auch für Geld tue, das kann dazu führen, dass gewisse Menschen glauben, naja, das sieht ja so aus, als ob es fertig ist, dann wird das schon fertig sein. Also ich kann das ja alles damit machen. Die wichtigsten Funktionen sind da. Der Aufwand, das jetzt tatsächlich irgendwie ins Produkt zu wandeln, das kann sich ja nur um Wochen handeln. Und das kann einen als Entwickler natürlich in problematische Situationen führen, weil eigentlich ist es noch ein Prototyp. Eigentlich muss man da auch sehr viel Aufwand reinstecken. Also es ist wie Sicherheit, das ist halt nicht bedacht. Die Funktionalitäten sind nicht alle umgesetzt und für die anderen Funktionalitäten, da brauche ich halt noch relativ viel Aufwand. Und da muss man halt allen Leuten, allen Beteiligten klar machen, dass tatsächlich es ist ein Prototyp und wir haben einen Projektplan und naja, wir brauchen halt noch Zeit, das final umzusetzen. Das Ganze kann man sich jetzt anschauen in so einem Diagramm, wo man dann aufträgt, naja, was sind so Wege, um Prototypen zu systematisieren. Und das eine, was man sich anschauen kann, ist halt die Funktionalität und auf der anderen Seite dann die Fidelity, also von Low Fidelity zu High Fidelity. Und die Funktionalität wäre jetzt die Funktionalität, die mir dieser Prototyp von sich aus tatsächlich zur Verfügung stellt. Was man machen kann, und das schauen wir uns in anderen Videos an, ist, dass man relativ viel simulieren kann. Und dann hat man auch in sowas wie einem Papierprototypen plötzlich Funktionalität. Aber hier ist gemeint, wie viel Funktionalität kann denn jetzt eigentlich dieser Prototyp für sich genommen vermitteln? Und das, was so in der Ecke sitzt, das sind Papierprototypen, die haben typischerweise eine sehr geringe Fidelity und typischerweise praktisch keine Funktionalität, die dahinter steckt. Dann gibt es weitere Prototypenarten, wir hatten uns kurz ein Wireframe angeschaut, das hat dann vielleicht mehr Fidelity, aber immer noch keine Funktionalität oder sowas wie statische PowerPoint-Folien. Die können dann so aussehen wie das finale Produkt. Ich kann dann vielleicht auch so ein bisschen Interaktion damit vortäuschen, aber Funktionalität haben die immer noch nicht. Dann gibt es sowas wie Click-Prototypen. Das ist sowas, was ich vielleicht mit einem GUI-Builder erstellen würde oder mit Spezialsoftware, sowas wie Axure. Da kann ich mich dann durchklicken, sieht häufig nicht so aus wie das finale Produkt, das ist irgendwie noch so ein bisschen rough.
aber kann deutlich mehr Funktionalität zur Verfügung stellen. Und das finale System, das sieht dann natürlich so aus wie das finale System und stellt auch die Funktionalität des finalen Systems bereit, deswegen halt in dieser Ecke. Das heißt, es gibt diesen einen Weg, das Ganze zu systematisieren, dass man sagt, es gibt Fidelity, es gibt Functionality und jetzt kann ich meine Prototypen da einordnen. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Webseite relativ vom Anfang anschauen, das ist irgendwie unsere Institutswebseite, und dafür könnte man sich überlegen, unterschiedliche Prototypen zu entwickeln. Was wir uns hier angeschaut haben, war irgendwie nur kurz, das wäre ein Wireframe. Und was ganz wichtig ist, und deswegen wollte ich das nochmal wiederholen, dass man sich klar macht, was für Feedback bekomme ich denn jetzt für meinen Prototypen? Warum mache ich das Ganze? Das heißt, der Prototyp macht natürlich keinen Sinn, wenn ich nichts damit mache. Und vielleicht so ein Wireframe ist, also das hier im Speziellen, ist vielleicht nicht das Beste, um tatsächlich Studien damit durchzuführen. Aber das kann hilfreich sein, um vielleicht mit anderen Entwicklern oder mit Designern zu diskutieren, wie ist denn jetzt die Struktur unserer Webseite, die wir entwickeln? Wie sollte das Ganze gestaltet sein? Das heißt, diese eine Art von Prototyping eignet sich halt für ganz bestimmte Dinge und für ganz viele andere Dinge nicht. Und deswegen muss man sich Gedanken machen, bevor man anfängt, Prototypen zu entwickeln, warum mache ich das denn und wofür will ich das denn eigentlich benutzen?